Hashtag. Betreff Unfall. Okay, an Danny. Der Vogel ist irgendwie in das Brutlabor von Samantha gelangt und wurde umgebracht. Vielleicht tröstet es dich ja ein wenig, wenn du weißt, dass wir trotz dieser bedauerlichen Tragödie wertvolle Informationen über Samanthas Verhalten sammeln konnten. Zum Beispiel verlängert sie gerne das Leiden ihrer Beute. Das könnte bei unserer Forschung nützlich sein. Tut mir leid, Sharon. Ähä. 6. Juni. Ich glaube, dass John und Julia nicht mehr miteinander reden. Mit dem vergifteten Essen, dem frustrierten Mangel an Fortschritten in unserer Abteilung und ihrer andauernden Weigerung, mich als Teil ihrer Familie anzuerkennen, sind im Moment wohl alle etwas gereizt. Samantha amüsiert das besonders. Allerdings stelle ich meine eigene schwierige Position zwischen den Stühlen ein wenig in Frage. Dass John sich in sein Büro einschließt und den ganzen Tag im Selbstmitleid badet, hilft mir nicht gerade, und die trotzige Missachtung von Julia hat sich inzwischen in pure Feindseligkeit verwandelt. Das ist verdammt nochmal nicht konstruktiv. Sharon. Führt sie jetzt schon Selbstgespräche oder wollt sie einfach den Satz da beenden? Okay. Samantha war die ganze letzte Woche etwas lustlos. Sie sagt mir nicht, was los ist, aber ich glaube, dass etwas mit der Temperatur im Labor zu tun hat. Danny Boland hat neue Wartungsrichtlinien für die atmosphärische Steuereinheit durchgesetzt, die angeblich Temperaturschwankungen im Lebensmittellager verhindern sollen. Was hat denn der im Lebensmittellager gehabt? Genau, der wollte da seinen Käse züchten. Das ist ein Alter, total schräg. Sie hat die Samantha. Der Danny nimmt die Muttermilch von Samantha, um Käse zu züchten, mit irgendeiner Pilzprobe, die er gefunden hat. Und der andere bastelt sich aus den Überresten von schwangeren Frauen eine Fleischpuppe. Und es läuft auf Viech herum. Das darf man nicht vergessen. Welche wohl der Grund für die verdorbenen Nahrungsmittel waren? Für mich sieht das aber eher nach reiner erbärmlichen Rache für den toten Papagei aus. Bei Temperaturen, die jetzt unter den sonst üblichen 95 Grad gehalten werden... Was? Unter den sonst üblichen 95 Grad gehalten werden, sind die Maden von Samantha ziemlich schläfrig und mürrisch. Die Maden von Samantha. Ist die A in so einer Therapie oder sind es wirklich Maden, Jungtiere vielleicht von ihr? Und 95 Grad, das ist wahrscheinlich Fahrenheit, nicht Celsius. Obwohl 95 Grad, das ist doch nicht Füll. Weiß ich grad nicht. Bin mir gerade nicht sicher. 1. Juli, also 3 Wochen später. Ich war heute im Raum mit der atmosphärischen Steuereinheit, weil ich die Temperatur in unserem Labor anpassen wollte, und ich habe eine äußerst interessante Entdeckung gemacht. Tada! Jemand hat Körperteile gesammelt und daraus irgendein Ding gemacht. Vielleicht ein organisches Abbild. Ich muss davon ausgehen, dass es sich um irgendein geheimes und offensichtlich verzweifeltes Forschungsprojekt aus der Abteilung von Dr. Adams handelt. Also habe ich John und Julia davon erzählt. Daraufhin waren die Spannung vorübergehend vergessen. Und unser Team hat seine Anstrengungen verdoppelt, die Probleme bei den fortschrittlichen Organen nachwachsen zu lösen. Okay. Allerdings wird Samantha immer unkooperativer. Ich glaube, es hat ihr gefallen, dass alle mit dem Dramen hier beschäftigt waren und man sich kaum um sie gekümmert hat. Hat die vielleicht auch noch irgendeinen Hintergedanken gehabt, irgendeinen Plan? Okay, mein persönliches Stammzellentherapieprojekt hat einige unerwartete Ergebnisse hervorgebracht. Ich habe etwas an meinem Unterleib und meinen Oberschenkeln entwickelt. Ich würde es mir gerade nicht vorstellen. Dass eine Anhäufung von schließmuskelartigen Drüsenleitern zu sein scheint. Es hat ein wenig Ähnlichkeit mit denen, die man bei einem etwas reiferen Madenprobe findet. Die sondern eine Art von Moschus riechender Flüssigkeit ab.
Ammoniak. Vielleicht ein Pheromon. Okay, also ein Lockstoff. Habe ich die Regenerationssequenz für meine Gliazellen verwechselt oder waren die Proben kontaminiert? Das spielt jetzt keine Rolle. John ist von ihnen besessen. Ich nehme an, dass dieses Geißelungszeug mich schon davor hätte was? Geißelungszeug mich schon davor hätte warnen sollen, dass er auf irgendwelche perversen Sexzeug steht, aber das hier ist eine ganz andere Ebene. Man muss den Zotz erstmal auf sich wirken lassen, das ist recht schräg. Aber wenn ich ehrlich bin, irgendwie ist es auch heiß. Was denn? Ach ja. Ja. Allerdings sind kaum medizinische Verbesserungen bei meiner Beweglichkeit und Sprache festzustellen. Das ist etwas deprimierend. Scheiße. Okay. Ein paar Monate später. Wir sind nun schon seit einer Woche eingesperrt und durften nur heute kurz mal wegen der Notfallübung raus. Irgendwas geht hier vor sich, aber niemand spricht darüber. Zuerst die Nahrungsmittelvergiftung, dann die Pilzplage und jetzt was? Ich habe nur noch eine Packung Zigaretten. First World Problems. Ach Gott. Ich hätte diesen beschissenen Auftrag nie annehmen sollen. Ich bin nicht mal direkt mit Kane verwandt, ich bin nur angeheiratet. Und auch nur über meine Cousine zweiten Grades. Aber jetzt bin ich hier, ich stecke in einem zerfallenen Wissenschaftsmuseum fest, schlafe mit einem alten, perversen Fanatiker und versuche meine gestörte Beziehung mit einer Kreatur aus dem Schwarzen Lagune wieder ins Reine zu bringen. Weil es das Einzige ist, was mir hier etwas bedeutet. Was ist denn aus mir geworden? Und dann schon wieder so eine Notiz. Private Nachricht von Julia Kiern. Achso, die Julia, genau. An Sharon. Antwort, 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 Projektupdate. Sharon, wir müssen über die Situation mit Samantha sprechen. Es ist wichtig. Wir treffen uns in 15 Minuten im Brutlabor Nexus. Julia. Der Fälschercode lautet, okay. Brutlabor Nexus. Freischaltcode ist Fahne, Kreuz, Blitz, Kreuz. Fahne, Kreuz, Blitz, Kreuz, Fahne, Kreuz, Blitz, Kreuz, Fahne, Kreuz, Blitz, Kreuz. Fahne, Kreuz, Blitz, Kreuz. Behirnen. Also, Schädeln. Gut, was ist da noch? Persönlicher Datentaktdrucker. Das Innere des Rohrs ist vereist, vielleicht aufgrund der kryogenen Prozesses. Also kryogenischen Prozesses. Ein stumpfes Summen geht von Gehirnnährstofftank aus. Ein widerlicher Gestank von Verwesung hängt wie ein Sargtuch über die Plastikpaletten. Hallo? Achso, vielleicht Datensatz? Seems like a bad idea. Okay, dann gehen wir doch mal kurz raus. Fahne Kreuz, Blitz, Kreuz. Sie sich sofort bei ihrem nächsten Administrationsbüro. Da oben hin. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt gerade ein wenig erschreckt. Kann man den eigentlich noch genauer anschauen? Aufnahme Funst. Okay.
Pfannekreuz, Blitzkreuz. Du bist Gehirnnachbildungslabor. Nein. Brutlabor Nexus. Oh, hoppala. Fahne, Kreuz, Blitz, Kreuz. Is there anything else you can make out around you? No. Sie geht vor alleine. Deep thumping noise. Like a machine. Another generator, maybe? Focus on the last thing you do remember. I can't. There are flashes. A hospital. Family. They... well, they didn't like me much. Join the club. They wanted what I have. Oh? What's that? Money. Mm-hmm. My name. Then they left me. Or I pushed them away. Why? They weren't good enough. They weren't willing to put in the hard work. Wanted to be given things. Given. The things that I bled over. Well, okay. I don't talk to Mother anymore. And my dad... well, no clue who he is. She was distant. Maybe she was always like that. Maybe I was just unlikable. She sure made it clear, often enough, that I was too much like him. That she saw too much of him in me. I'm sorry, Hadley. Sometimes we unintentionally hurt the ones we love. Such greeting card bullshit. You don't hurt the people you love, you love the people you love. Ist für nicht autorisiertes Personal gesperrt. Okay, das ist da. Da geht's rein, da geht's rein. Irgendwas zum An... was? Verschmutzter Boden, altes Plasma und mysteriöse Flecken bilden auf dem Boden eine interessante Patina. Hier gehen wir zuerst unten rein. Okay, das sind anscheinend die Maden-Atmosphärenanzeige. Auf dieser Anzeige waren die primitive Weise die aktuelle Temperatur, Feuchtigkeit, Toxizität und andere Statuswerte des Exemplarhabitats gezeigt. Okay, es ist anscheinend eine niedrige Temperatur und die sind eher bläh, und so halb tot, das sind Maden. Die Exemplare im Habitat sind träge und reaktionslos. Vielleicht befinden sie sich in dieser Art künstlichen Koma. Okay, das ist generell gleich. Biologisches Wachstum. Ein grünlicher Gasmog hängt über einer Masse aus Fleisch, Muskelfasern, Knochen und anderen organischen Substanzen. Okay, Glasbarriere. Das optisch transparente Polymer bildet eine besonders robuste Barriere zum Madenhabitat. Die Gewinnungsplattform. Verkrustete Überbleibsel brauner eitrigen Sekrets bedecken das Exemplar. Tablet. Tun wir mal da drauf. Komm. It must smell terrible in there. Gag just thinking about it. Okay, wir brauchen noch so einen Köderkanister. Da ist ein Terminal. Terminal. Angemeldet. Okay, Madenhabitat. Check-in. Mengele, Genghis, Mao, Nero, Vlad. Zwischenfälle. Vlad wurde zwischenzeitlich mit einem Eindämmungskanister vom Habitat entfernt. Caligula zeigt enorme Aggressivität gegenüber ihren Geschwistern. Mao hat zwei Anhängsel von Nero konsumiert, also gefressen.
Anhängsel, das werden wahrscheinlich so die Beine sein. Ich habe rohes Fleisch und Plasma zur Verfügung gestellt, um die Produkte vom Brutgas zu fördern. Also Produktion von Brutgas. Rohes Fleisch und Plasma, okay. Vlad hat einen Überschuss an Nootropikumdampf produziert, wodurch die Sicht in das Habitat stark eingeschränkt wurde. Okay, er kann einnebeln. Ein Kubikmeter des Gases wurde für die Ruhigstellung von Samantha an das Kernlabor geschickt. Vlad ist in Habitat zurückgekehrt. Beobachtung 1. Attila hat mit der Metamorphose begonnen. Ich habe einen Stoffwechselhemmstoff eingesetzt, um das Fortschreiten zu Phase 2 zu unterdrücken. Die Maden reagieren nicht auf mütterliche Rufe. Was tun Insekten sollten? Es besteht die Möglichkeit eines Risses in dem Eindämmungsbehältnis der Maden. Dadurch könnte ein Brutgasleck entstanden sein, das Samantha in Unruhe versetzt. Feuchtigkeit im Habitat um 84 herabgesetzt, um dann Winterschlafzyklus einzuleiten. Aha! Die Feuchtigkeit ist herunter. Damit die eben schlafen. Persönlich, ich notiere mir das Passwort für Crew-Einrichtungen, falls Bolen mich wieder aussperrt. Blitzfahne, Blitzfahne. Das merke ich mal. Das merken wir uns. Jetzt. Das machen wir auch gleich. Und dann werde ich noch eine kurze Pause machen. Denn ich muss heute noch unbedingt rendern. Blitzfahne, Blitzfahne. Crew-Einrichtungen. Gleich aufsperren. Können wir später noch immer anschauen. Los. Das ist. Das müsste das da hinten sein. Blitzfahne, Blitzfahne. La 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 la. La 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 la. So, Blitzfahne, Blitzfahne. It worked. This can't be how I meet my end. I have so much more inside of me. I have so much more to give to the world. Yep, this wasn't my plan either. This wasn't how it was supposed to be. You're young. You can get through this. And then? I'm stuck. Stuck with a baby. It's not a life. Not fair for either of us. There are other choices. Bingo! I did make a choice. It didn't end well. Women in my family have bad luck with babies. I'm continuing a proud family tradition. Ja, immerhin etwas. Okay, Zaches Ende. Ach ja.